Mahlzeit. Nach langer Zeit mal wieder ein neues Video. Ich habe mir Anfang Januar den Finger so ein bisschen weggeflext und war jetzt sieben Wochen nicht einsatzfähig damit. Ja, und heute will ich die Arbeitsscheinwerfer tauschen. Und zwar habe ich mir neue bestellt, diese 48 Watt LED-Scheinwerfer. Hier ist noch Wasser wie Sau. Weil Schnee hatten wir ja auch dieses Jahr mal richtig geil. Und zwar habe ich mir davon 8 Stück bestellt. Und es sollen vorne 6 Stück ran. Vorne sollen 6 Stück ran. Also quasi 3 pro Seite. Und so angeordnet, dass quasi einer nach vorne, einer so leicht schräg und der andere soll dann so ein bisschen hier den Seitenbereich vom Trecker ausleuchten. Ja, ich baue dafür jetzt diese ganze Blende hier ab, weil ich auch noch neu verdrahten und verkabeln muss. Dementsprechend muss ich mal eben gucken, wie ich es denn am besten mache. Aber wie gesagt, ich baue erstmal diese ganze Blende hier ab mit Scheinwerfer und so weiter und so fort und baue mir das dann unten zurecht. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. So, wir haben das jetzt ja hier abgebaut. Ja, also die 4 mit Leuchtkraft war da nicht mehr viel. Die schraube ich jetzt ab und dann ordnen wir mal die anderen neu an. Die ersten 3 habe ich schon mal rangebaut. Sieht jetzt so aus. Tja, optisch ist das, glaube ich, eher eine 3-. Aber macht nichts. Licht ist Leben. Ich tüdel jetzt noch auf der Seite die anderen 3 ran. Und dann schaue ich mir das nochmal an. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. So richtig optisch geil finde ich es nicht. Naja, was soll's. Also ich werde es jetzt auf jeden Fall mal eben hier verdrahten und dann baue ich es oben wieder an. So, zack, Duser. Diesmal ein Video vom Handy. Also, falls der Ton schlecht ist, bitte ich das zu entschuldigen. Wir machen jetzt den ersten Live-Check und Kopf gestoßen. Arbeitsscheinwerfer hinten. Ich meine jetzt so, und das Gefühl, das ist gut ausgeleuchtet. Ist aber eher so echt Teelicht. Also
muss sich das ein bisschen gelblicher vorstellen, das Licht noch. So, jetzt machen wir das erste Mal vorne an. Bam. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, aber die Anhänger sind top ausgeleuchtet. Ah, mit ohne Frontscheibe geht's besser. Also die Lichtausbeute ist deutlich besser. So, und zur Orientierung, ich mach mal auf Weitwinkel hier. Bild ist jetzt natürlich schlechter, sorry. Und das war die Idee mit dem dritten Arbeitsscheinwerfer, dass ich schön seitlich auch noch ausleuchten kann. Weil das war vorher echt nicht gut möglich, quasi vorne ausleuchten und seitlich ausleuchten. Deswegen wollte ich ja drei Scheinwerfer haben. Hier ebenfalls. So, wie gesagt, das ist genau das, was ich erreichen wollte. Aber einen Nachteil hat das Ganze. Funkgerät. Rauscht wie Sau. Ich weiß gar nicht, ob das... Oh. Ich nehme das zurück mit dem Rauschen. Man muss die Rauschsperre natürlich auch richtig einstellen. Also ist jetzt volle Lautstärke. Sie rauschen nicht mal, die Scheinwerfer. Sehr geil. Also, von mir gibt es auf jeden Fall ein Like dafür. Gefällt mir. Zumindest lichtmäßig. Schön Licht hier. Ich habe gerade das Video mit dem Handy aufgenommen, was ihr gerade gesehen habt. Und zwar, weil die Actioncam, der Lichtsensor, oder beziehungsweise der Bildsensor, der ist nicht so lichtstark. Das heißt, ich konnte die Ausleuchtung nicht so gut aufnehmen, wie es mit dem Handy funktioniert hat. Also das Handy hat die Ausleuchtung auf jeden Fall besser aufnehmen können, wie die Actioncam. Ich meine, ich kann das euch nochmal eben zeigen. So, und zwar dürftet ihr einen deutlichen Unterschied zu dem Handyvideo feststellen, weil es wirkt jetzt zumindest in der Ferne deutlich dunkler, was aber nicht ist, weil der Trecker steht noch genauso wie vorher auch. Jo, auf jeden Fall, oh, so hier Licht an, so Licht an. Auf jeden Fall ist es das für dieses Video jetzt gewesen. Ich werde demnächst noch ein Video machen, weil ich habe ein bisschen Scheiße gebaut. Werdet ihr aber dann sehen. Also macht's gut und bis dahin. Ciao. It's all about humanity.